Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabatin. Heute gibt es die Vorbereitung für das Rematch gegen Yugioh Insider, der uns ja in dem ersten Match mit LOB komplett zerstört hat. Heute öffnen wir Magician's Force und gucken mal, ob wir diesmal Karten ziehen können, die Insider komplett zerstören können, also in dem Fall Horus natürlich. Aber zuerst, bevor wir anfangen, öffnen wir Terminal Pack 4. Okay, Flip Cards. Oh, den dritten nehmen wir Monga. Ein bisschen später, aber Magic Drain ist tatsächlich gar nicht so bad. Dann können wir was anfangen. Magic Drain, nice one. Nobleman of Extermination, dann auch gut. Drei Magic Drain und den zweiten Nobleman of Extermination. Das heißt, unser Baitor können wir tatsächlich sogar rausnehmen. Das war gar nicht so bad, würde ich sagen. Das war nämlich sogar ziemlich gut. Drei Magic Drain und zwei Nobleman of Extermination ist ziemlich gut. Ich verdecke zwar den Großteil, aber die Karten sind eh nicht relevant. Ich würde euch mal klar sagen, wenn da irgendwas Wichtiges dabei ist. Stimmt, Pixie Knight ist hier drin. Das ist gar nicht so bad. Massekanone. Autonomous Action Units. Die Crazy Beast. Burning Beast. Interesting. Ich glaube, das Set ist nicht ganz so krass wie die anderen. Rivalry of Warlords. Der Magical Scientist. Stimmt, der war ja auch hier drin. Das könnte interessant werden. Poison of the Old Man. Rivalry, zweiten. Magische Marionette, gar nicht so bad. Und stimmt, die Dark Scorpions waren hier drin. Da ist auf jeden Fall auch eine Karte drin, die hat einen ganz soliden Effekt. Ich glaube, das war aber nicht der, sondern das war Chick the Yellow, glaube ich. Oh ja, ne. Der zweite Magical Scientist. Playset. All Vindictive Magician. Ist halt ein besserer Manita-Bug, weil er halt Hexer ist. My Body as a Shield ist auch richtig strong. Rivalry. Royal Magical Library. Apprentice Magician. Das Set ist halt nicht gut, das hat so ein paar Karten, die gar nicht so scheiße sind. Dark Core zum Beispiel, bei Body of the Shield, Royal Magical Library, Pixie Knight. Alles so Karten, die spielbar sind auf jeden Fall. Kaiser Colosseum ist auch nicht bad. Royal Magical Library, Secret Barrel ist auch drin und Adhesion Trap Hole. Who knows? Magische Marionette, Cliff the Trap Remover, Thunder Ruler. Ja, nichts krasses dabei auf jeden Fall bis jetzt. Das Pack war komplett Arsch. Das leider auch. Der Sonic Duck ist halt not bad. Der ist ein bisschen stärker auf jeden Fall. Die Paladin ist auch nicht bad, weil er auch ein bisschen stärker ist. Ich glaube, für Cliff haben wir jetzt ein Playset. Ich glaube, es ist auch nur Cliff in dem Set rausgekommen. Offensichtlich sieht es ein bisschen so aus. Adhesion. Magical Merchant ist hier drin. Vielleicht sollten wir uns auf die ein bisschen konzentrieren. Wir haben noch 9 Packs to go. Magical Merchant. Auf jeden Fall Powerkarten suchen. Demotion. Ach, der Bastard ist jetzt hier rausgekommen. Interesting. Dark Core, schon wieder ein Removal, was ein Discard kostet. Magical Library. Vindictive Magician, okay. Body as a Shield, so habe ich jetzt Playset, vielleicht sogar ein bisschen mehr als Playset. Ja. Aber wir kriegen nicht die guten Comments, ne? Ahnte. Aizu. Beste Card. Extorsing Spell. Ja, okay. Macht nicht so viel. Letzten drei Packs. Megaton Magical Cannon. Die könnte aber auch echt hilfreich werden. The Great Angus ist auf jeden Fall ein Beatstick. Das können wir so festhalten. Tribute Doll, ja, okay. Anti-Spell, ja. Dark Magician Girl, ja. Und Wave Motion Cannon. Ist also not bad. Ja, das könnte tatsächlich gar nicht so bad werden. Dark Magician Girl ist natürlich eine coole Karte, aber was soll man damit machen? Aber coole Secret Rare auf jeden Fall. Und letztes Pack. Ja, da war jetzt nicht wirklich viel cooles Zeug dabei, muss ich wirklich sagen. Also ein paar coole Kammerns sind da drin. Und natürlich das Dark Magician Girl ist ein Highlight. Aber okay, der Great Angus ist auch noch einen gezogen von. Das war's auf jeden Fall schon mit dem Opening von Magician's Force. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. Ich habe ein paar interessante Karten gefunden. Ich werde ein Deck bauen. Ihr werdet es nächste Woche sehen gegen Insider. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.